Hallo und herzlich willkommen bei einem weiteren Tutorial Ableton Push 2 in Bitwig. Und in diesem Tutorial geht es um Tracks und Devices. Legen wir los! So, und zwar hat ein, wenn man Bitwig öffnet, hat man standardmäßig einen MIDI-Kanal oder einen MIDI-Track und einen Audio-Track. So, diese beiden. Ich blende jetzt erstmal den Push-Controller ein. Und wenn ich jetzt einen weiteren MIDI-Track hinzufügen möchte, dann drücke ich hier oben, das ist der zweite Knopf hier oben, drücke ich Add Track. So, und jetzt habe ich einen weiteren MIDI-Track. Möchte ich einen weiteren Audio-Track haben, dann halte ich hier rechts unten die Select-Taste gedrückt und wähle hier Add Track aus. Und dann habe ich einen weiteren Audiokanal. Will ich einen weiteren Effekt-Track haben, dann wähle ich hier unten die Shift-Taste, halte ich gedrückt und drücke hier oben wieder Add Track. So, jetzt habe ich einen weiteren Effekt-Track. Jetzt habe ich relativ viele Tracks hier am Start. So viel brauche ich gar nicht. Also muss ich die auch wieder löschen und gehe als erstes mit dem Effekt, fange als erstes mit dem Effekt-Track an, nehme den Effekt-Track 2, halte die Delete-Taste gedrückt und klicke auf den Effekt-Track 2. So, er springt jetzt automatisch auf die Master-Ansicht. Ich drücke einmal Mix und dann drücke ich nochmal Mix und jetzt bin ich wieder auf meinen MIDI- und Audio-Kanälen. Ich halte jetzt wieder die Delete-Taste gedrückt. Wichtig wäre vielleicht jetzt noch, und jetzt habe ich einen gelöscht. Ich gehe auf die Undo-Taste, dann kriege ich meinen Kanal wieder. Wichtig ist, ich habe im Moment den Inst-1-Kanal gedrückt. Wenn ich jetzt die Delete-Taste festhalte und den Audio 4 anklicke, dann verschwindet der Audio 4. Dann ist aber der Inst-3-Kanal ausgedrückt. Wenn ich das gleiche jetzt wieder mache, der Inst-3-Kanal ist ausgewählt, ich halte den Delete-Button fest, lösche den Inst-3-Kanal und jetzt bin ich wieder bei meinen zwei Kanälen plus ein Effekt-Track plus den Master-Track. So. Wir haben ja gesehen, wenn ich hier die Mix-Taste drücke, dann komme ich auf die Effekt-Track Ansicht. Wenn ich wieder drauf drücke, auf die MIDI- und Audio-Effekt-Track-Geschichte. Ich habe jetzt hier noch einen Master-Knopf. Wenn ich da drauf klicke, sehe ich alles zum Master-Volume und zum Q-Volume. Q-Volume ist eine andere Geschichte. Das geht einfach um Audio-Routing, dass man quasi einen zusätzlichen Ausgang hat, wenn es die Hardware hergibt. So, ich höre mich schon ganz komisch an. Gehen wir wieder zurück zu dem Instrumenten-Track. Und ich möchte jetzt natürlich ein Instrument hinzufügen, zum Beispiel. Und ich schalte jetzt gerade mal die Ansicht ein bisschen um, damit man das Device-Fenster unten auch sieht. Und es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Ich kann jetzt einfach hier draufklicken, Add Device. Dann geht das Browserfenster auf und ich kann mir ein Instrument aussuchen. Ich drücke wieder auf Mix, um da rauszukommen, nichts auszuwählen. Ich kann aber genauso das Device, das war falsch, das Browse, den Browse-Knopf drücken und bekomme natürlich dann auch wieder den Browser angezeigt. So, mit dem Browser. Moment, ich gehe hier nochmal raus, gehe nochmal auf eine pushlose Ansicht. Ich drücke jetzt die Browse-Taste, dann kriege ich den Browser und kann jetzt mit dem Push-Regler hier oben, beziehungsweise im Display sehe ich hier Device, Device Type, Creator, Tags und so weiter. Das sehe ich alles in Bitwig, hier auch Device Type, Category, Creator und hier sind dann die Devices an sich aufgelistet, inklusive File Type hier unten
und die Location und die Collection. Ich kann hier oben auch noch Collections anlegen. Über den Browser mache ich vielleicht auch nochmal ein extra Tutorial, was man damit alles machen kann. Hier oben sehe ich dann meine Devices, die Presets, Multisample, Samples und Music. So, aber das soll uns alles mal nicht interessieren. Ich gehe jetzt einfach wieder auf den Push, dass der ein bisschen angezeigt wird und kann jetzt zum Beispiel sagen, ich gehe jetzt in die Kategorie, nehmen wir mal die andere Hand, in die Kategorie Synth und nehme jetzt als Device Type hier hinten ein Instrument und möchte zum Beispiel als Creator Bitwig auswählen. Und dann sehe ich in dem Browser, sehe ich, dass Bitwig Instrumente, den FM4, Phase 4, Polysynth und den Sampler am Start hat. So. Jetzt kann ich natürlich sagen, okay, ich will nicht nur Bitwig als Creator, sondern, das steht hier unten nämlich auch noch, kann ich hingehen, die Delete-Taste drücken, ich will alle haben, die halte ich fest und bei Creator berühre ich den Regler ein bisschen und dann resettet der das alles wieder auf 0. Das heißt, so komme ich ganz schnell wieder, kann alles hier, die Kategorie wird resettet und der Device-Type wird resettet. So habe ich wieder alles zur Auswahl. So, das heißt, ich gehe wieder los, sage hier Device-Type, nehme ich mir ein Instrument raus und man sieht es ja auch immer hier auf dem Display und dann sage ich noch bei Creator, ich nehme Bitwig und als Kategorie nehme ich wieder einen Synth und ich nehme dann bei Devices den Polysynth zum Beispiel. Dann drücke ich auf Browse und übernimmt mir den Polysynth. So, jetzt habe ich nur einen Standard Polysynth. Wenn ich jetzt wieder auf Browse klicke, dann öffnet er mir wieder den Browser. Und wenn man den ganz sieht, sieht man oben hier, er hat den bei Presets geöffnet, nicht bei Devices, weil er weiß, er ist auf einem Device und jetzt öffnet er die Presets. Und in den Presets kann ich jetzt auch wieder mit dieser Auswahl, ich mache jetzt vielleicht gerade nochmal die große Version hier an, damit man das vielleicht besser sieht in dem Display, kann ich jetzt auch wieder sagen, okay, ich habe ein Instrument ausgewählt, die Presets sind da, ich sage zum Beispiel bei der Kategorie hier wähle ich mir einen aus Keyboard vielleicht. Keyboard. Und könnte jetzt zum Beispiel noch den Creator oder gehen wir lieber mal nach Texas, wirkt interessanter. Nehmen wir dann Pride. Dann sehe ich die Auswahl bei den Devices ganz links. Müsste ich jetzt noch mal ganz kurz umschalten, damit man das im Browser sieht. Ganz links. Elektropiano 4, Squeezebox, Toccata. Kann jetzt einfach mit dem Regler das anwählen. Oder nehme das nächste, die Squeezebox. Oder nächste Toccata. Oder den Wanky. Oder Wire Keys. Und wenn mir Wire Keys gefällt, drücke ich wieder auf Browse. Und dann habe ich den ausgewählt. So, ich könnte jetzt auch hingehen und könnte sagen, okay, ich will vor dem Polysynth möchte ich etwas auswählen und
Beziehungsweise, ich könnte jetzt sagen, okay, ich will doch ein anderes Preset. Ich könnte dann wieder auf Browse klicken. Dann geht wieder die Presets-Geschichte auf. Mit Mix raus. Ich könnte auch Device klicken. Dann ist er hier auf dem Device an sich. Beziehungsweise, wenn ich auf dem Device an sich bin und Add Device klicke, dann will er mir nach diesem Device ein weiteres Device anhängen. Ja, das sieht man jetzt auch schön. So, das heißt, ich habe jetzt gerade hier auf Add Device geklickt. Kann ich schon mal nochmal schnell machen. Auf Add Device und dann möchte er mir hinter dem Device, hier sieht man es vielleicht nochmal besser, hinter dem Device möchte er mir ein weiteres Device anhängen. So, ich kann aber auch Shift Add Device klicken, dann möchte er mir vor dem Device ein Device anbieten, also dass ich da eins einfügen kann. Und wenn ich Select Add Device mache, dann ist er wieder hinten dran. So, wieder auf Mix. Und das Ähnliche kann ich dann auch mit der Browse-Taste machen. Also wenn ich jetzt Shift Add Device geklickt habe, hat er mir vorne was angeboten. Wenn ich Shift Browse was mache, bietet er mir das auch vorne an. Also die Tasten sind so ein bisschen ähnlich. Select Browse bietet er mir an, das wieder hinten anzuhängen, ein neues Device, ein Effektgerät oder irgend sowas in der Richtung. So. Was können wir noch sagen? Was vielleicht noch interessant ist, wenn wir die Drehregler hier benutzen, nehmen wir vielleicht gerade mal die große Ansicht. Wenn ich die Drehregler hier benutze, dann kann man das Ganze noch ein bisschen feiner justieren, wenn ich die Shift-Taste gedrückt halte und den Drehregler benutze. Dann kann man wesentlich feiner agieren. Ich muss viel mehr drehen, damit sich der Schieberegler dreht. Lasse ich die Shift-Taste los, kann ich viel, viel gröber justieren. Und es geht mit ganz, ganz vielen Reglern, eigentlich mit allen Reglern so, dass jedes Mal, wenn ich die Shift-Taste drücke, kann ich viel, viel feiner justieren. So, jetzt noch eine schöne Sache hier. Wenn ich zum Beispiel, ich möchte einen mehrere Effekt-Tracks nochmal dazu packen, also mache ich Shift Add Track. Ein Effekt-Track, machen wir mal 4 Stück insgesamt. Gehen wir auf die Effekt-Tracks hin. Jetzt habe ich Effekt-Track 1 ausgewählt. Da sage ich jetzt Add Device. Und kann hier zum Beispiel sagen Device Type. Nee, ich will nicht Device Type, sondern Kategorie. Gehe ich hier hin und sage, ich will einen Reverb haben. Den Reverb wähle ich aus, klicke auf Browse, dann habe ich den ausgewählt. Jetzt gehe ich auf den zweiten Effekt, sage hier wieder Add Device. Dann gehe ich auf Kategorie und ich möchte ein Delay haben. Wähle mir das Delay 1 aus und sage Browse zum Bestätigen. Habe jetzt den Delay ausgewählt. Als nächsten Effekt nehme ich dann Destruction. Ja, nehmen wir aber mal Destruction. Warum nicht? Und den Saturator, Browse ist der auch ausgewählt. Nächster Effekt. Kategorie. Was haben wir denn Schönes? Ach, nehmen wir hier einfach einen Filter. So. Zack. So, jetzt habe ich die ganzen Effekte ausgewählt. Ein Reverb, ein Delay, ein Saturator und ein Filter auf meinen Effekt-Tracks. So, wenn ich jetzt wieder zurückgehe auf meine Instrumente und mir
das alles anschaue, dann habe ich hier in der Übersicht habe ich einfach nur Volume und Pen. Und ich habe hier habe ich die verschiedenen Effekte, die ich hier direkt anwählen kann. Und irgendwie fehlt mir jetzt hier, glaube ich, gerade einer. Weiß nicht warum. Auf jeden Fall kann ich jetzt hingehen und sagen, ich wähle jetzt, ich bin auf diesem Kanal mit meinem Wire Keys und drücke jetzt Volume weg. Und kann jetzt auf diesem einen Kanal die ganzen Parameter gleichzeitig oder quasi direkt hier ändern. Kann jetzt den Reverb reinfahren. Einen Delay. Alles auf dem gleichen Instrument. Oder den Saturator. Und der letzte, der ist leider hier hinten, das muss ein Bug sein. Ist leider nicht beschriftet, aber ich sehe ihn hier unten, den Filter. Der Filter hat jetzt irgendwie nicht wirklich, können wir ja theoretisch noch reingehen und was ändern. Das ist natürlich blöd, dass ich da gerade keine Noten habe. Also ein bisschen hört man's. Wenn ich hier wieder draufklicke, dann sieht man wieder, okay, ich kann jetzt das hier ändern, aber hier kann ich jetzt gerade nichts ändern und muss dann wieder einzeln auswählen oder ich kann hier auswählen, dann kann ich jeweils an den einzelnen Spuren genau diesen Effekt nur ändern. So, dann kann ich hier ein bisschen Reverb reindrehen, dann wähle ich das Delay aus und kann dann hier die Delays irgendwie rein- und rausdrehen und kann das alles ändern, wie ich möchte. Und natürlich kann ich auch wieder hier die Shift-Taste drücken und ganz langsam ändern, was ich gerade hier ausgewählt habe, um einfach die richtige Einstellung zu treffen und nicht so hin und her zu fiddeln in irgendeiner Art. So, das war schon wieder. Es sind schon wieder 17 Minuten rum. Ich dachte, ich kann das schneller machen, aber das war jetzt auch, glaube ich, wieder eine ganze Menge Infos. Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß mal wieder bei der ganzen Geschichte und habt vielleicht auch noch Ideen, teilt es mir mit, schreibt mir. Und eine kleine Bitte hätte ich noch, weil vielleicht der eine oder andere sich das auf YouTube anschaut. Mein eigentlicher Kanal ist nämlich gar nicht auf YouTube. Mein eigener Kanal ist auf einem PeerTube-Server. Das ist sowas Ähnliches, nur mit mehr Freiheit, Lizenz, keine Algorithmen dahinter. Und das hier, wenn ich euch das jetzt richtig einblenden kann, ist mein Kanal hier. Im Moment sind da noch nicht so viele Videos drauf über Bitwig und den Ableton Push 2 Controller. Das soll aber mehr werden und ich mache da auch noch mehr. Nicht nur über den Ableton Push 2 Controller, sondern auch über andere Sachen. Zum Beispiel habe ich ja hier schon mal ein Video über Audio Bouncing in Bitwig gemacht oder über Reverb in Bitwig. War mir jetzt nur wichtig, für den Ableton Push 2 Controller für Bitwig ein paar Sachen zu machen, weil der Einstieg ist oftmals einfacher, wenn man mal so ein paar Tutorials gesehen hat und so ein bisschen versteht, wie das Ganze aufgebaut ist, bevor man sich dann dran tut, um das Handbuch wirklich zu lesen. Und man bekommt dann auch mal so auf die Schnelle einfach auch Lust, was zu machen. Es ist oftmals so, wenn man so ein Gerät hat und dann gibt es da 3 Milliarden Funktionen und man hat ein riesen Handbuch, dass man durchackern soll, bevor man überhaupt irgendwie mal Spaß gehabt hat. Und die Tutorials sollen einfach so ein bisschen helfen, ein bisschen Spaß zu haben. Und auf jeden Fall, was ich euch wirklich rate, jedes Mal, gerade bei diesem Ableton Push 2 in Bitwig, die Dokumentation von Jürgen Moosgraber zu lesen. Der hat für Ableton Push und jede Menge andere Geräte, inklusive sowas wie Generic Flexi. Das ist so ein quasi so ein Controller, den ihr selber anpassen könnt oder für euch einrichten könnt, wenn für euren Controller es kein Skript gibt oder sowas in der Richtung. Und er hat noch jede Menge andere Sachen, MIDI-Monitor und. Auf jeden Fall bei dem Ableton Push, damit beschäftige ich mich, weil ich den Controller ja auch habe, gibt es sehr, 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 sehr viele
Möglichkeiten. Und ich glaube, wenn ihr, also spätestens wenn ihr diese Videos gesehen habt, dass ihr hoffentlich Lust habt, da auch reinzugucken. Und gerade wenn ihr damit anfangt oder wenn ihr auch schon länger damit arbeitet, immer mal wieder reingucken, weil das ist so umfangreich und da vergisst man ganz schnell mal wieder Sachen, weil man es nicht ständig benutzt. Aber eigentlich ist es super praktisch, das zu wissen. Und ja, das lohnt sich auf jeden Fall. Vor allem wird die Dokumentation auch weitergeführt. Und vielleicht gibt es dann das eine oder andere Neue da drin, was ihr überhaupt noch nicht kanntet, was irgendwie in der letzten Version mit dazugekommen ist. Und es wäre echt schade, wenn ihr so praktische Sachen einfach nicht mitbekommt. Ja, gut. Das war es jetzt aber wirklich. Nee, war es doch noch nicht. Und zwar dieses MyTube vielleicht oder PeerTube ist ja die Software. Der Link ist auch immer in der Beschreibung mit drin. Könnt ihr abonnieren. Ja, so wollte ich das jetzt nicht machen. Ich wollte das so anklicken. Und zwar funktioniert das alles mit ActivityPub. Ein kleiner Ausflug. Das ist ein Protokoll in dem sogenannten Fediverse. Das sind unterschiedlichste Plattformen, sowas ähnliches wie Twitter, Facebook und Konsorten, wo ihr euch ein Konto in einem sozialen Netzwerk einrichten könnt, eurer Wahl. Und dieses ActivityPub sorgt dafür, dass sehr viele verschiedenste Plattformen miteinander reden können und ihr könnt euch liken, euch Kommentare schreiben und so weiter. Ich habe da sogar auch schon mal einen Podcast gemacht, den hänge ich vielleicht auch noch in die Beschreibung unten drunter. Falls ihr euch für das gesamte Thema Fediverse interessiert, da gibt es, ich glaube, 6, 7, 8 Folgen, die ich damals gemacht habe, die verschiedenen Plattformen und eine ganz allgemeine oder 2 allgemeine Folgen. Die könnt ihr euch alle anhören, wenn ihr wollt. Oder wenn euch das alles irgendwie zu blöd ist, ihr könnt das Ganze auch über RSS abonnieren, über einen RSS-Reader. Das heißt, dann kriegt ihr immer die neuesten Einträge, wenn ich irgendwas hochgeladen habe, seid ihr immer informiert. Oder ihr müsst halt dann einfach bei YouTube den Kanal abonnieren. Da kommen aber die Videos meistens oft mit Verzögerung rein. So, das war es jetzt aber wirklich versprochen. Ich wünsche euch noch viel Spaß, viel Erfolg. Experimentiert viel rum, macht viel Quatsch und ich würde mich sehr über Feedback freuen und das war's dann auch schon. Dann bis zum nächsten Mal und hoffentlich sehen wir uns wieder. Bye, bye.